Und das Thema wollen wir weiter vertiefen. Zugeschaltet ist uns jetzt Alexander Georg Racco. Er ist der Erstunterzeichner des Weckrufs Freiheit, einer Initiative zum Ausstieg aus der Ampel. Guten Abend. Hallo. Hallo, guten Abend. Also ich bin einer der Erstunterzeichner. Es gab einer der ja Erstunterzeichner. Insgesamt 26, genau. Wollen wir noch mal auf ein Statement von Ihrem Parteichef Christian Lindner blicken von vergangener Woche. Er hat gesagt, die Schuldenbremse ist Verfassungsrecht. Es geht hier nicht um Parteipolitik. Sie hat ihre Verdienste, denn sie schützt die Bürgerinnen und Bürger vor untragbarer Schuldenlast. Heute hat er jetzt bekannt gegeben, die Schuldenbremse wird ausgesetzt. Also warum ist Christian Lindner eingeknickt vor SPD und Grünen? Da fragen Sie leider den Falschen. Ich kann Ihnen nicht sagen, wieso er eingeknickt ist, denn unsere Initiative kritisiert ja genau dieses ständige Einknicken und versucht ja gerade die Parteiführung zu ermuntern, eine rote Linie zu ziehen und deshalb aus der Ampel auszuscheren. Ich kann es mir kaum erklären, wie man so schnell seine Meinung wandeln kann, gerade in Anbetracht der Tatsache, dass es, wie er völlig richtig ausgeführt hat, geltendes Verfassungsrecht ist. Sie wollen ja im Grunde, dass die FDP aus der Ampel rausgeht. Durch die Entscheidung heute, dass Christian Lindner eben gesagt hat, Schuldenbremse soll erneut ausgesetzt werden, neue Notlage, fühlen Sie sich da weiter bestätigt? Dass Sie, ist das noch ein neuer Ansporn, dass Sie sagen, ja, die FDP muss raus aus der Ampel, koste es, was es wolle? Absolut, absolut. Es kann nicht sein, dass wir das jetzt weiter tragen, dass die SPD weiter darauf beharrt, dass gigantische Sozialausgaben getätigt werden, dass die Grünen weiter unfassbar hohe Investitionen in den Klimaschutz wollen, obwohl wir es uns einfach schlichtweg nicht leisten können. Das geht nicht und das darf die FDP nicht mittragen. Niemand wählt die FDP dafür, dass Sozialausgaben ins Unermessliche gesteigert werden oder dafür, dass wir aufgrund der Klimainvestitionen unsere Wirtschaft nicht mehr am Leben erhalten können. Also Sie sagen, wir müssen jetzt absolut raus aus der Ampel. In den Umfragen dümpelt die FDP im Moment bei ca. 5%, wenn es zu Neuwahlen käme, was ja bei einem Austritt aus der Ampel wahrscheinlich wäre. Dann gäbe es ein reelles Risiko, dass die FDP dann rausfliegt aus dem Bundestag. Also wem wäre damit geholfen? Ich denke, natürlich gibt es dieses Risiko, aber die Angst davor, dieses Risiko einzugehen, ist die Angst von jemandem, der in einem brennenden Haus sitzt und sagt, ich nehme lieber nicht den Notausgang, denn ich könnte mir auf dem Weg ein Bein brechen. Dementsprechend, es gibt nur eigentlich diesen Weg, jetzt auszusteigen. Denn wie wäre denn das Ergebnis, wenn wir jetzt auf diese Art und Weise 2 Jahre noch weitermachen, bis zum Ende der Legislaturperiode, wie sie eigentlich geplant war? Was sollen wir denn dann am Ende sagen? Sollen wir dann sagen, juhu, wir haben die Ampel überlebt? Oder dann kommen ja auch nicht die Handwerksmeister, unsere Stammwähler zu uns und sagen, klasse, dass ihr es so lange mit diesen Irren ausgehalten habt. Die werden uns sagen, wieso seid ihr, warum habt ihr nicht aufgehört, als ihr konntet? Ja, aber eben genau aus diesen pragmatischen Gründen, wenn man nämlich aus dem Bundestag rausgeflogen ist, dann kann man ja erstmal die nächsten 4 Jahre dann gar nicht mehr mitgestalten. Ich möchte aber nochmal zurückkommen auf den Brief, den Sie da geschrieben haben. So wie wir das verstanden haben, ist der ja nicht bindend für die Parteiführung, selbst wenn jetzt bei einer Mitgliederentscheidung die Mehrheit sagt, geht raus. Wie würden Sie denn damit umgehen, wenn die Parteispitze einfach in der Ampel weitermachen will? Naja, wenn sich die Parteispitze tatsächlich gegen ein deutliches Votum der Basis weiterhin dazu versteigt, in der Ampel bleiben zu wollen, dann ist das Problem eher bei der Parteiführung. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie unter diesen von Ihnen jetzt beschriebenen Umständen tatsächlich lange noch Parteiführung bliebe. Etwas anderes ist es möglicherweise, wenn das Mitgliedervotum zugunsten der Ampel ausgeht, dann wird man sich dem natürlich auch ganz klar anschließen müssen. Das Ganze geht ja darum, dass bei dieser ganz entscheidenden Frage für die FDP die Basis unmittelbar und direkt mitreden kann. Darum geht es ja. Und ich glaube auch nicht, dass sich die Parteiführung an einem entsprechenden Votum der Basis entgegenstellen würde. Also Sie zählen den Parteichef hier an. Ist in Ihren Augen Christian Lindner noch der richtige Mann an der Spitze der Partei? Ganz klar ja, das haben wir auch in unserem Weckruf so formuliert. Christian Lindner hat die FDP gerettet. Er hat sich ganz, ganz große Verdienste um die FDP erworben und wir wollen auch gerne, dass Christian Lindner Parteivorsitzender bleibt. Wir wollen einfach nur, dass er jetzt ganz schnell die Koffer packt und die Ampel verlässt. Wir danken Ihnen ganz herzlich, Alexander Georg Racco, für diese Einschätzung. Sehr gerne.